Das Darmmikrobiom galt lange als das vergessene Mikrobiom. Dabei ist es so wichtig für unseren Stoffwechsel und unsere Gesundheit und kann uns vor Krankheitserregern schützen. Ein noch vergesseneres Organ ist unser Mundmikrobiom. Und auch hier können sich schlechte Bakterien vermehren, die wir dann auch schlucken und die unser Darmmikrobiom zum Beispiel beeinflussen. Die Zusammenhänge sind sogar so stark, dass man im Speichel von gesunden Probanden das Risiko für eine spätere Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung herauslesen konnte. Schon gewusst, mit der Nahrung und ungefähr 1,5 Liter Speichel, die wir jeden Tag schlucken, gelangen ungefähr 1 Billion Bakterien in unseren Magen. Das ist 100-mal so viel wie die gesamte Weltbevölkerung.